Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Sienna. Wir sind hier in Ganges City und ja, wir wollen heute über die Cyanide Cross zurückgehen nach Nidal City. Und ja, da müsste es, glaube ich, in die Richtung lang gehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Sieht ganz richtig aus, also von daher ist gut. Und ja, ich weiß nicht, wo es von dort aus weitergeht. Ich hoffe einfach mal, wir finden das ganz schnell und zügig raus. Denn ich habe da ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. So ein ganzer Krempel. Ich probiere mal einfach diesen Weg jetzt aus. Ich weiß nicht, wo der lang führt. Aber naja, wenn wir schon irgendwie einen Ausgang finden oder sowas, wird schon daneben gehen. Wir wissen ungefähr, in welche Richtung wir wollen. Dich wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Von daher machen wir wieder einen Abgang. Tschüss. Nebenbei könnte ich auch mal wieder das Dings ein wenig trainieren. Das Fool-Lane, das irgendwie besiegt ist. War ich nicht heilen? Okay, ich war nicht heilen. Okay, tut mir leid. So war ich nicht heilen. Leon ist verwirrt. Ist nicht gerade sehr selten der Fall, dass ne, ich verwirrt bin und so. Machen wir das einfach gleich nochmal kurz. Okay. Kein Problem. Wir ist ja nur jetzt einmal dieser Code Path noch. Der ist ja kein Problem. Und ja, danach geht es dann weiter nach. Nach. In die nächste Stadt halt. Mein Gott, ich weiß jetzt nicht, wie die sie genau hieß. Bin mal gespannt. Für die eine Richtung brauchen wir auf jeden Fall einen Surfer. Deswegen bringt uns das Ganze noch gar nichts. So. Sprechen wir einfach hier mit der Tante, die heilt uns dann eben. Vielen Dank. Okay. Sehr schön, vielen Dank. Und dann werden wir einmal kurz das ein bisschen umdrehen. So, Full Lane dann nach vorne. Und ja, dann geht's hier weiter. In die Richtung hier, würde ich sagen. I see you've gotten Nancy's badge now. I promised you a surprise and now here it is. It's a TM containing Sunny Day. That's really useful for upping Fire-type moves if you have any. Enjoy it. Obtain TM 11. Ja, kannst du dir schenken. Trainer-Tipp: Sketch Pokémon and expand your collection. The more you have, the easier it is to battle. Okay, vielen Dank. Was steht hier jetzt noch? Cyan Pass. Okay, was steht da noch? Mountains and Rivers are combined here. Mann, das frage ich mich jetzt echt. Ich habe jetzt keine Karte mit. Na super. Ich brauche noch eine Karte, Leute. Ich hasse das, wenn ich mich nicht in dieser Welt orientieren kann. Das ist. Oh, Hilfe. Da kriege ich Paras oder so ein Scheiß, ganz ehrlich, da. Boah, Hilfe. Geht mir so einer ab, das ist uncool. So, aber egal. I'm looking for my girlfriend. Tja. Shit happens, ne? Wenn sie dir wegläuft. Würde ich auch. Oddable, ist das nicht dieses Stein-Pokémon gewesen? Was mache ich gegen ein Stein-Pokémon? Ich kann nichts gegen ein Stein-Pokémon machen. Scheiße. Ich hoffe mal, Headbutt reicht da. Ich meine, ich habe ein paar Level Vorsprung, aber das reicht dem nicht. Okay, Planänderung. Wir setzen Fulane ein. Nicht Fulane. Fulane ist drinne. Flabull. Nur so als kleine Idee und so, ne? Ich meine, dann bringt Defense Curl auf jeden Fall nichts. Und ich glaube, dass Flame Wheel dann doch genug reinhaut dafür. Ich hoffe es mal einfach. Levelvorteil habe ich, von daher läuft. So, Steine können brennen, das habt ihr auch noch nicht oft gesehen. Hier bekommt ihr alles zu sehen, meine lieben Leute, total. So, das ist erledigt. Und ja, Fulane erhält ein paar EP und Flabull natürlich auch. Level 19. Und es ist Sandshrew ein. Nee, da wechsle ich immer noch nicht. Ey, ich brauche ein paar mehr Pokémon, ganz ehrlich. Wird langsam wieder Zeit, meine lieben Leute. Wird langsam wieder Zeit, aber irgendwie will ich mich auch mit keinem von den Pokémon, die ich bis jetzt hier so treffe aktuell, wirklich anfreunden. My full attention wasn't paid to the battle. That's why I lost. Natürlich, hätte ich jetzt auch gesagt. So, ja. Ne? Oddish ist auch doof. Brauche ich nicht. Ich brauche echt ein neues Pokémon. Ich weiß bloß nicht, was. Oddish? Nein, auf keinen Fall. Mirapla ist nicht so dolle. Let me guess. Du, I need to test out my darlings.
Ah, okay, und du bist nicht der Freund von dem einen Kerl da? Ach, naja, egal. Fluffo. Ah, ein neues Pokémon, das wir noch nicht kennen. Headbutt. Was hält das denn aus? Ich gehe davon aus, Powdersnow, das ist Typ Eis. Das finde ich jetzt extremst awesome. Also wenn wir das sehen, das nehmen wir uns mit. Fluffo, das merken wir uns mal. Das ist ja cool. Typ Eis ist nett. Auf jeden Fall. Typ Erde? WTF? Typ Boden und Typ Eis, or what? Interessant, interessant. Auf jeden Fall. Interessant, interessant, interessant. Das Läuft kannst du behalten, das brauche ich nicht. Ah, coole Sache, Leute, coole Sache. I think I choose the wrong Pokémon. Nee, auf keinen Fall. Sau cool. Ich bin beeindruckt, Leute. Ich bin echt beeindruckt. So. Nee, 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 nee. I've got a mega uber rare Pokémon. Ja, okay. Ich kenne das englische Wort Uber nicht. Oder Uber oder was auch immer. Ich denke mal, das soll dasselbe bedeuten wie über auf Deutsch, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher drüber. Hier können wir jetzt, by the way, dieses Eis-Pokémon schon echt gut gebrauchen. Wie da bloß drauf komme. So, komm, Headbutt, haus rein und so. Bams. Rage is building, I don't care. Wobei, natürlich, eigentlich schon. Na egal, ich hab's fertig gemacht. Es läuft, ne? Also bitte. So. I wasn't lying, wasn't I. Hä? Baum. Was willst du von mir, Mann? So, da haben wir jetzt unseren schönen Fluss. Cool. Da unten ist noch irgendwie eine Brücke. Da gehe ich auch mal gleich auf jeden Fall rüber. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergehen soll, ist die Frage. Ein Mirapla noch. Ich weiß nicht, ich will eigentlich keinen Mirapla. Tut mir leid. Da unten geht's auf jeden Fall. Dann gucke ich hier mal weiter noch. I almost involved all my bug Pokémon. Want to see? Natürlich, am besten gucke ich mir das mal mit dem Dings an. Mit meinem schönen Flabull. Oder mit meinem Dings. Ich lasse erstmal Fulane drin, erstmal. Jetzt lasse ich erstmal Fulane drin, ja. So sieht's aus. Das wird das auch vielleicht erstmal ein bisschen umhauen. Solange das nur so ein dämliches Metapod ist, oder was? Kümmert mich das herzlich wenig, ehrlich gesagt. So, Kakuna, nö, bleibe ich auch erstmal drin. Läuft auch noch. Entwickeln die sich alle zufällig auf Level 12 oder sowas? Ich weiß es ja nicht, ne? Aber irgendwie, das erste war Level 11, das zweite war Level 11. Der meinte, die würden sich bald entwickeln. Da war schon Butterfree. Ja, da wechsle ich mal zu. Der Wablu. Bäh. Gott, ich kann diesen Namen nicht mehr aussprechen, Leute. Ich kann es nicht mehr. Hilfe! Was kann ich überhaupt, hä? Ja, siehst du, da haben wir es ja wieder. Hä? Konfusion. Das ist nicht sehr toll, mein Lieber. Das ist gar nicht toll. So, aber das hat so doll gar nicht wehgetan. Geht. So, Butterfree wollte ich sowieso irgendwie immer noch haben, aber naja. Darn. Seems being evolved doesn't make you stronger. Tja. Shit happens, mein Lieber. Shit happens. So, hier sehen wir, ne, by the way, auch mal so einen kleinen Bug, leider. Hier beim Wasser. Ist aber angeblich, also soweit ich das jetzt verstanden habe, ich habe ja selber von diesem ganzen ROM-Hacking eigentlich keine Ahnung. Ich spiele sie ganz gerne, aber naja, diese Wasserfälle erstellen, das soll wohl echt eine scheiß schwierige Aufgabe sein. Also, ne, sind wir mal nicht so gemein, ne? I'm pretty sure you've noticed the tree over there. Rumor has it, a strong Pokémon can move can rustle Pokémon out of it. A move such as Focus Punch. I've got a TM here, but no Pokémon. Now tell me, would you like this TM? Of course. Okay then, just take this T wait, TM1? Hatten wir TM1 nicht? Bye then, see you another time. Mann, haben wir jetzt zweimal TM1? Ich könnte schwören, wir hätten schon TM1. Oder wo hatte ich die noch? Irgendwo hatte ich die letztens erst, ey. Ah, das ist meine TM-Case, okay. Open. Klar, wir haben nur eine, aber trotzdem. I don't get it. Tut mir leid. So. Einmal Max Potion. Ich weiß nicht, wo geht's hier jetzt lang? Will ich hier runter?
Ah, okay, klar, da waren wir vorhin schon. Dann ist das ganz toll, da muss ich nicht noch mal lang. Aber in die Höhle dort unten möchte ich rein. Unbedingt. Das interessiert mich echt mal. Was ist da los? Was ist da los? Also, hier noch mal weiter runter. So, okay. Noch mal ein Oddish. Ich will kein Oddish. Tut mir leid. Ich will es nicht. Da unten ist nichts mehr und Through Genesis Cave is Mekong City. Okay, Mekong City, das war das zweite Ziel, meine ich auch. Would you like to battle? Well, you've got no choice in the matter. Ah, na toll. Das ist nicht nett, mein Lieber. Das ist gar nicht nett, was du hier treibst und so. So, ein Nidoran männlich müsste das sein. Der wäre jetzt Typ Boden ganz cool für, weil, ja, wegen Gift und so. Ich habe bei Gift echt Probleme, mir zu merken, was ist jetzt effektiv und was nicht. Mittlerweile habe ich echt drin, Boden ist effektiv. Aber sonst, keine Ahnung. Stein wahrscheinlich auch, könnte ich mir gut vorstellen. Aber sonst, ehrlich, ich habe nicht den leisesten Schimmer. Ich glaube, Flug ist jedenfalls nicht effektiv. Könnte man ja denken, weil wegen, ne, bla, Baum und, naja. Hunduster. Coole Sache. Mag ich, ganz ehrlich, das Pokémon finde ich echt cool eigentlich. Nicht so cool wie jetzt zum Beispiel Vulcano. Aber doch ziemlich cool. Auf jeden Fall. Hört bei Poison, nicht sehr cool. Aber kriegen wir trotzdem noch hin. Den kriegen wir down, Mann. Das wäre total unverantwortlich. Jetzt ist das Ding sowieso wahrscheinlich gleich. Ist jetzt Level 18 und dementsprechend müsste ich als nächstes sowieso erstmal eher Warbler dann trainieren. Also von daher läuft das. It seems I was the one who made the incorrect choice. Tja. So. Da ist jetzt, soweit ich sehe, nichts. Okay, da ist noch ein Mirabel. Ey, sag mal, gibt es hier nichts anderes auf dieser Route? Gibt es hier nichts anderes? Unglaublich. Vielleicht hole ich mir jetzt auch, wenn ich hier jetzt in der Höhle bin, könnte es ja auch gut sein, dass ich hier auf irgendeinen Stein oder sowas treffe. Von daher ist vielleicht das auch eine nette Idee. Was für einen Stein auch immer ich dort treffen werde. So. Okay. Fullane fainted. Okay. I don't care. Oh, wir werden jetzt viele schöne Wanderer haben. So, da ist dieser komische Stein, dieser Orrible. Ich weiß nicht, will ich den haben? Ich glaube, ich schaue mich. Ich werde ja durch diese Genesis Cave. Kann ich ja grundsätzlich später auch nochmal. Also von daher, ich schaue erstmal noch weiter durch, was es hier noch so alles gibt. Ich will mich jetzt nicht gleich aufs erste Pokémon festlegen. Komm, battle my Pokémon. Schon dabei, mein Lieber. Schon dabei. Chill mal, ja? Chill mal. Ist alles gut. Der setzt das schon gleich ein. Setze ich Flabol erstmal ein. Ich glaube, das ist einfacher, weil wegen, ne, alles drum und dran. So, Tackle. Kannst du machen. I don't care. Ich hoffe mal, dass ich dich jetzt trotzdem gut reinhaue, auch wenn es nicht effektiv ist. Ist doch ganz gut, ne? Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Nochmal Flame Wheel. Schön machst du das. Okay. Wäre cool, wenn er jetzt irgendwelche Normal- oder Kampf-Pokémon. Kampf wäre am besten. Kampf wäre echt am besten, wenn er die einsetzt. Level 20 für Flabol. Okay, das ist nicht so ganz, wie ich so geplant habe. Nochmal Audible. Nein, da werde ich jetzt nicht wechseln. Das ist mir zu stressig. Immer hin und her und hin und her. Und dann wechseln wir noch einmal. Einfach, weil wir es können. Yeah, so muss das sein, Mann. So muss das sein. Total. Mudsport. Das, ja, Electricity Power Wars. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, gerade, das ist auch wieder von den Leveln und alles komplett an Kleinstein angeglichen. Der hat da einfach nur neue Sprites und neuen Dr Namen draufgesetzt. Mehr hat der da, glaube ich, nicht gemacht. Tut mir leid. Bei mir kommt auch so gerade die Idee, Onix. Onix habe ich noch nie wirklich benutzt. Wenn ich hier eins finde, ich glaube, das nehme ich mit. Ganz ehrlich. Weil ich habe es noch nie benutzt. Noch nie. Also ich. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Noch nicht mal, als ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie selber früher irgendwie großartig. Als kleines Blag, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann mal ein Onix benutzt zu haben. Ich glaube, das mache ich jetzt mal vielleicht. Wenn ich eins sehe oder sowas. Ich schaue erstmal noch, wie gesagt. Aber das ist schon Level 21. Oh Mann. Und Quick Attack. Ja, warum nicht, ne?
Für Tackle oder was ist das vielleicht ganz näher? Aber wir haben sogar noch Lear, dann verlerne ich das erst vielleicht. Gut, Flawolf verlernt Lear und lernt Quick Attack. Sehr schön. Okay. Job not done well. Nee, not really. Hast du nicht gerade toll gemacht. So, oh Gott, da ist ja noch einer. Hilfe! Wieder so ein Stein-Pokémon, okay. Rennen wir nochmal eine Runde weiter. Und ja. Gucken wir mal hier. Hi! Hey, I'm on a battling holiday. Ah, na, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was du tust, aber okay, dann erzähl's mir ruhig, warum nicht? Myrovac. Ah, nee. Jetzt bin ich durcheinander. Egal, wir benutzen jetzt Schnabel, das sollte eigentlich. Nee. Was bist du für ein Typ? Bist du nicht Typ Stein oder was? Bist du für ein Typ, mein Lieber? Was bist du für ein Typ? Ich habe keine Ahnung. Dauert mir ein wenig zu lange. Ich setze Flabol wieder ein. Mir ist das ehrlich gesagt manchmal ein bisschen zu stressig, dann irgendwie stundenlang mit einer Attacke auf ein Pokémon raufzuhauen. Entschuldigung, also, wenn es nicht ein Two-Hit ist, dann wechsle ich meistens, weil mir ist das dann ehrlich gesagt zu blöd, dann stundenlang da zu sitzen. Bone Club. WTF. Was sind das für ein Typ? Ist das Stein? Bone Club? Ich meine, es ist ein Knochen und kein Stein. I don't know. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung gerade. So, Level 18 für Wablu. Fury Attack. Ja, das ist gut. Das nehmen wir mal mit. Für Growl vielleicht. So. Sehr schön. Und er lernt Fury Attack. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Oh, I lost. Tja, shit happens. So, hier ist ein Ausgang. Da ist noch ein Item. Das nehme ich noch mit, natürlich. TM3, Waterpulse. Okay, in der Höhle. Ist klar, meine lieben Leute. Ist klar. Da haben wir auch das Onix. Also, Onix gibt es hier auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz nett. Ja, so sieht's aus. So, wo kommen wir hier denn jetzt raus? Mekong City. Leon, you finally made it to Mekong City. I promised you a battle and now it's time to fulfill. Nee, du bist so bekloppt. Bring it on! Ja, Alter, ernsthaft, ich komme aus dieser Höhle raus und der will mir direkt eins aufs Maul hauen. Das ist nicht cool, Mann. Torkoal. Oh, Leute, ernsthaft. Ernsthaft? Das finde ich gar nicht cool, mein Lieber. Das finde ich gar nicht cool. Oh, Mann, ey, ich glaube, da werde ich so verrecken jetzt. Oh, jetzt ist ja auch noch Curse ein. Alter, wie soll ich das Ding erledigen, ey? Oh, Mann. Hilfe! Das Ding funktioniert. Yay! Oh nein, ey, das geht doch nicht, Mann. Das geht doch gar nicht, ey. Ah, Mann. Ja, da sind wir wieder bei der Fortsetzung vom letzten Part zu, ja, Pokémon Sienna. Wir sind hier in diesem einen Kampf gegen unseren Rivalen, gegen den wir gerade aktuell sehr wenig nur ausrichten können, leider. Und, ja, ich würde es einfach sagen, wir machen jetzt einfach so weiter und hoffen, dass das irgendwie, ja, zusammenläuft und so, weil irgendwie wird das hier alles nichts. Ich kann eigentlich aktuell leider nicht viel gegen den machen. Der haut sich jetzt mit Fluch und allem möglichen Krempel wahrscheinlich hoch und haut dann irgendwann einfach eiskalt zu und dann bin ich weg, ist das kleine Problem. Und ja, ich habe mir, da ich jetzt ja ein klein wenig Zeit hatte, ein bisschen was dazu gedacht, was ich denn jetzt so am besten mache. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal, ja, zusehen, dass das Ding mich jetzt irgendwie doch mal kalt macht. Und ich werde als nächstes wirklich einen Onix fangen. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Will ich auch gerne möglichst zügig jetzt machen. Ich weiß nicht, wie viel Fluch der noch benutzen will. Ich habe keine Ahnung. Alter Schwede, sag mal, wie lange willst du da noch hier mit deinem Fluch um dich schmeißen? Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ihr Smog. Sag mal, Darky, was tust du mit mir? Was tust du? What are you doing? So, vergiftet. Ja, schön. Will jetzt nicht 10.000 Stunden Zeit hier drauf verwenden, nur auf dieses blöde Talk. Jetzt setz hier nochmal Smog ein. Sag mal, kannst du mal bitte was anderes machen? Ich bitte dich. Das ist unmöglich hier. Ja, komm, einmal noch Schnabel. Vielleicht gibt es ja für irgendwen irgendwo noch irgendwelche EP. Ja, Alter, jetzt mal ernsthaft. Der haut sich mit seiner Scheiß-Verteidigung und Angriff. Haut der sich hoch ohne Ende.
Aber es ist jetzt so blöd, einfach mal kurz Dings einzusetzen. Irgendwie eine richtige Attacke dafür, die was auch bringt und alles. Nee, hey, komm, wir setzen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Spezialattacken ein. Und nochmal Curse, jo. Läuft. Total. Oh, Entschuldigung, aber dieser Rivale hier, der ist irgendwie ein bisschen dämlich. Tut mir leid, ganz ehrlich. Ah, Hilfe. So, da gibt's ein paar EP, das ist aber auf jeden Fall nett, dass wir die noch bekommen haben. Und der setzt dann Illisnow ein. Ja, der setzt ja wahrscheinlich einfach mal eiskalt eine Wasserattacke ein und da bin ich weg. Gleich, höchstwahrscheinlich, sobald er angreift. Watergun, weg, zack. Ja, ich möchte mir jetzt, wie gesagt, eben noch kurz einen Onix fangen. So, Flawless Fainted, yep, okay. So, Leon whited out und wir kommen jetzt nach Nile City, denke ich mal. So, ja, da kommen wir den Text wieder, das ist mir auch relativ. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt einmal noch kurz das Onix fangen. Die Sache ist halt, ich möchte das Ding gerne vor dem nächsten Part haben. Oh Gott, ich bin zu dämlich. Und daher bringt mir das jetzt nichts. Ich will es, wie gesagt, vor dem nächsten Part haben, damit ich es zum nächsten Part noch trainieren kann. Und ja, daher würde ich sagen, einfach gehen wir da eben kurz hin. Bälle müsste ich noch haben. Also gehe ich einfach mal von aus. Oh mein Gott, ein Mauzi. Schön. Ich mag Mauzis eigentlich ganz gerne. Aber naja. Fangen muss ich es nicht. Sehe ich nicht ein. Oh mein Gott, so viele Pokémon. Was wollten ihr jetzt alle? Ein Voltilam. Ich mag ja Voltilam richtig gerne, muss ich sagen. Ist wirklich eins meiner Lieblings-Pokémon. Aber, es benutzen wir aktuell ja schon in Pokémon Silber und von daher denke ich mal, nee, muss jetzt nicht sein. Ist jetzt nicht so stressig, von daher benutzen wir erstmal noch andere. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch mein Wablu, was ich, über das ich mich sehr freue. Ich mag ja auch Wablu halt, wie gesagt, gerne. Und es gibt tausend Pokémon, die ich total gerne mag. Also von daher, komm, dann müssen wir uns jetzt nicht irgendwelchen Stress machen und uns extra einen Voltilam holen. Da können wir eher vielleicht, ja, mal sehen, später noch irgendwas anderes holen. Ne? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt, alles an Pokémon. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass der vor allem hier halt wirklich Pokémon aus den alten Editionen benutzt hat, der Hackersteller. Das heißt, finde ich schade. Es gibt ja genug Hack, wo man nur Pokémon aus alten Editionen hat. Ne? Ist so gesehen auch nicht so schlimm. Aber naja. So, da haben wir mein Onix, das ich haben. Das ich ja haben wollte. Ich benutze einmal Sing. So, sehr schön. Wundertoll haben wir das einmal am Schlafen. Sehr schön. Dann benutze ich Schnabel. Ich hoffe mal, dass. Oh Gott, das dauert jetzt ein bisschen. Also, ne, super. Habe ich noch irgendwas anderes? Fury Attack habe ich noch. Aber das bringt ja fast noch weniger. Oh Gott, oh Gott. Aber nicht vielleicht noch irgendwas anderes? Warte mal, was bringt ein Astonish? Woke up, das wundert mich da allerdings wenig. Oh Mann. Was tue ich jetzt? Ich benutze jetzt nochmal Sing. Und dann probiere ich jetzt einfach mal kurz einen Ball zu werfen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Vielleicht reicht das ja sogar, wenn ich den einfach kurz einen Ball werfe und der fängt das direkt. Ich habe ja, glaube ich, auch noch etwas bessere Bälle von daher. Schauen wir mal nach. Nutze ich eigentlich. Nee, ich habe nur Pokébälle. Dann probiere ich einfach einmal kurz aus. Ansonsten wechsle ich gleich. Ich meine, es schläft. Naja, geschwächt geht. Schläft aber immer noch, das ist gut. Dann probieren. War jetzt mal. Nochmal mit Fulane vielleicht mit Kopfnuss. Vielleicht bringt das ja mehr. Ich glaube es eigentlich nicht, aber das sehen wir jetzt. Also Headbutt, komm schon. Ja, das ist schon besser, das ist schon besser. Woke up, oh mein Gott, flinched. Nochmal Headbutt, komm schon. Ja, ist jetzt schon im Gelben, sehr schön. Ja, benutzt du ruhig dein Bein, das I don't care und so, ne? Nö, 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 sehe ich nicht ein. So, nochmal Headbutt, los, komm schon. Wow, okay, das war ein Crit. Da könnte das jetzt auch so reichen mit dem Ball. Hört bei Bind, okay. Und dann setze ich mal einen Pokéball ein und die Sache läuft dann, denke ich mal.
WTF? Na komm, dann schläfe ich nochmal ein, ey. So, einmal mit Waplu rein. Sehr schön. Walkthrow. Jetzt hat der Walkthrow auf einmal. WTF. Okay, dann einmal Sing. Ah, komm schon. Treff doch. Jetzt benutzt er das natürlich ein, ne? Ah, ne, danke für einen kritischen. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, Leute, ernsthaft. Was sollte das denn jetzt? Jetzt muss er extra einen Crit raushauen, ne? Ist jetzt mein letzter Ball. Was soll ich jetzt noch großartig machen? Komm schon. Eins. Ach, feg dich doch, Kinders. Feg dich doch. Ja, schönen Tag. Kannst mich mal kreuzweise. Oh, jetzt muss ich extra mir Bälle wiederholen erst. Ey, sag mal. Willst du mich denn jetzt verarschen? Jetzt kannst du nicht mal fliehen, oder was? Ah, wegen diesem blöden Bein. Der Alter, ist der vielleicht nervig jetzt, ey. Ja, fick dich. Schönen Tag noch. Ja. Gut, okay. Ich würde einfach erstmal scheiß was drauf sagen. Ich werde jetzt, ernsthaft, Leute. Sag mal, was wollten ihr alle hier? Macholo, Hallöchen. Ich werde zum nächsten Part einmal kurz ein Onyx fangen. Wir werden uns hier ungefähr an derselben Stelle wieder treffen. Und ja, bis dahin will ich das dann auch bis Level 18 trainiert haben. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann. Tschüss.